Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt ein bisschen Holz einsammeln. Das heißt, wir werden mal kurz Einstellung jetzt hier vornehmen, dass wir auf Position 1 sind. Und das heißt vorne aufladen. Länge Holz voreingestellt ist 10 Meter. Das heißt, dass wir normalerweise zwei Ladungen rauskriegen. Ne? Also von Länge her insgesamt 20 Meter. Gut, dass einige kürzer sind, dann liegt daran, dass die Bäume nicht länger waren. Ne? Aber gut. Ne? Also kann ja gar nichts. Ne? Also Baumlänge. Die sind halt nicht länger. Ne? Aber gedacht ist so, dass 10 Meter Länge verkauft wird. Als Grundlänge. Man lädt sich auch leichter. Die kurz würde ich mitnehmen. Na gut, die kann ja mal eine Fräse mitnehmen. Ne? Das ist kein Problem. Verwögen lassen wir den kurzen Dingern sowieso nicht. Aber halt, ne? Wenn es mit drauf fliegt, nehmen wir sie mit. So, vorne. Da kann noch ein bisschen rauf. So, 1, 2. Natürlich fallen die nicht dahin, wo sie sollen, ne? Das ist typisch. Gut, hohoho. Einmal festbinden und dann umändern auf Position 2 mit dem Komma in der Tastatur für Buchstaben, ja, für Zahlen. Also Numero Pad Punkt. Ist aber Komma gedacht. Soll Komma sein. So. Wie gesagt, die ganz kleinen. Ist hier runtergefallen oder aufgeflogen? Ich denke mal, der ist raufgeflogen, ne? Oder? Einfach zu hoch. Die müssen wir B wieder ausmachen, sonst fallen die alle. Wo hinten nicht ganz so schlimm ist. Weil hinten ist ja. Ja. Ganz gerne ein bisschen überhängen, ne? Ja, also. Aber besser ist, wenn das bisschen System liegt, ne? So. Ups. Schon aktiviert. Denk mal, eine Folge, also einmal werden wir noch fahren müssen. Eine Folge schon. Das weiß ich nicht genau, wie lange das dauert, aber jedenfalls ist das noch locker eine Ladung noch da.
So, dürfte reichen. Auf zum Sägewerk. So, nicht umfallen, das ist wichtig. Ja, so kaum lenkbar ist das ein Problem, ne, wenn so lang ist. Aber gut. Nicht so schnell fahren. Hab noch keine Radader gekauft. Wegen Aufrichten. Also wenn der Baum, wenn der LKW liegt und man lädt ab, sind die Bäume verschwunden. Verschwinden die in nichts und man kriegt kein Geld dafür. Genauso, wenn man jetzt einen Baum, einen Anhänger zurücksetzt zum Händler, den kriegt man nicht raus, weil ich im Fluss gefahren, dann ist er auch leer. Also aufpassen. Die Länge ist hier natürlich ein bisschen ungünstig, weil wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir da möglichst. Können wir eigentlich mit Terraforming ein bisschen bearbeiten, ne? Dass man hier ein bisschen besser fahren könnte, ne? Aber wir kommen auch so gut zurecht. Den kommt so an, nö. Ja, 93.000. Wenn der eine noch da oben wäre, ne? Ja. Wäre schön. Ich komme aber nicht hin. Ich war das komisch. Nur mit der Raupe kommen, bisschen blamieren hier. Hier so einen Hügel gebaut. Wenn die Wiesen kaufen, ist ein Problem, denn die Ballen rutschen weg, ne? Aber Heu muss ja nicht gehen. Mit Ladewagen. So, schauen wir jetzt mal, alles wegkriegen. Dann haben wir schon mal einen Schwung geschafft. Schluck auf. Krieg Durst. Durst. Er trinkt mir was. Hier, Bäume, Stumpen. Muss ich mal entfernen, hier einige. Können wir so nicht fahren. Müsste hier auch ein paar gepflanzen normalerweise. Aber denk mal, das dunkel nicht. Aber das ist wahrscheinlich wird es bauen. Wahrscheinlich. Schafstall oder sowas. Keine Ahnung.
Findet sich was, ne? Denn Kühe brauchen wir keine mehr. Klar wäre ein Stall gut, der funktionieren würde. Das macht die Sache einfacher. Den Mist zum Beispiel. Futterabgabe im großen Hänger reinfahren. Und fertig wäre es. Ne? Weil es auch andere Stall zu sich zusammen, zwei in eines. Und dadurch der Trinkel einfach verschoben hat. Ne? Könnte es sein. Das wäre ideal, wenn du einen großen Anhänger kommst, fährst rein und bringst beide Ställe entsprechend versorgen kannst. Aber wiederum, wenn beide unterschiedliche Kühlmengen haben, also wird es auch schwierig, ne? Weil da heißt ja, oh, genug Futter für zwei Tage und dann nachher, der andere hat braucht aber für mehr Tiere. Ne? Schon schwierig. Aber das weiß ich auch nicht genau, ob ich da sowas noch machen werde. Aktuell fehlt ja noch das Geld dafür. Ne? Weiß ich, ob Wolle so viel Geld bringen würde. Ja, der wäre gefährlich hier. Aber der wird man auch nicht stören beim Fahren, ne, muss man sagen. Nehmen wir mal den Fetzen hier weg, den er nicht haben wollte. Bald aufgeräumt. Gucken, wenn ich noch gut rankomme. Und dass ich in die Gefahr laufe, die guten Bäume zu vernichten. Wir haben alles, ne? Erstmal alles. So. Wir wechseln, ne? Vorne. Ja. Ich wollte doch gar nicht beim Fahren machen, wollte eigentlich immer stehen bleiben. Das ist ja besser. Sonst rutschen die irgendwann nach hinten. Oh, den muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. 2, 3 Stück, 4. Passt. So viel ist gar nicht mehr. Aber gut. Wie gesagt, eine Ladung noch, den Rest beim nächsten Mal, wenn wir ein paar gefällt sind. Ne? Der will nicht.
liegen quer. Mag er nicht. Kann nicht aufsteigen. Viel zu gefährlich. Bei den fliegenden Bäumen hier. Ja, Farm kommen überlege ich auch schon mal mehrere Tage. Tust du das an oder nicht? Ne? Also sind ja auch 4 Stunden zu fahren. Ne? Das in München, ne? Jetzt zum Wochenende. Ist ja eigentlich mehr für Modder und so, ne? Also das bin ich ja noch gar nicht. Ich würde mich das interessieren, das Deutsche könnte mich schon interessieren. Also. Und wie gesagt, das ist ja auch alles. Und kurz darauf kommt auch der Urlaub. Und das heißt ja auch ein bisschen vorproduzieren, ne? Weil das kann auch sein, dass ich sage, ich mache nur eine Folge pro Tag und dann ist es für 14 Tage auch gut, ne? Aber das weiß ich auch nicht genau, ist noch lange hin. Der Urlaub beginnt Ende Juli, letzte Woche im Juli und davor ist dann Farm kommen, das ist immer echt ungünstig. Und gerade am Wochenende habe ich am meisten Aufnahmen zu laufen, ne? Und ich glaube nicht, wenn ich Freitag, da habe ich irgendwie noch Spätschicht am Freitag. Na gut, ich bin um 7 zu Hause. Aber dann zum 8. beginnt oder so, weiß ich gar nicht genau. Aber so ungefähr, wenn die nicht auch anfangen. Ja. Da wisst ihr schon, wie das heißt, wenn man dann kaputt ist. Ne? So, liebe Zuschauer, das wäre es für die heutige Folge. Wir machen, oder ich mache immer heute, weiß nicht, kurze Pause oder weiß noch nicht genau. Muss ich mal schauen. Immer trinke ich was. Dann sag ich mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Wenn es weitergeht. Also, ihr merkt da sowieso nichts von. Tschüss und ciao, ciao, winke winke. Bis dann, tschüss.